Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 31a und 31b. Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU mit dem Titel Leistungen für Asylbewerber senken, rechtliche Spielräume nutzen. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Sozialstaat sichern, Bürgergeld für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige begrenzen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die CDU/CSU-Fraktion Stefan Stracke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ampel hat sich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik auf die Fahne geschrieben. Was Sie unter diesem Paradigmenwechsel verstehen, davon bekommen die Menschen in Deutschland heute einen klaren Eindruck. Expresseinbürgerung nach nur 3 Jahren Aufenthalt und die generelle Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft, das ist der falsche Weg und kündigt auch einen Kompromiss, der jahrzehntelang gehalten hat, unnötig auf an dieser Stelle. Und was Sie unter Paradigmenwechsel meinen, zeigt auch ein Blick in die Asylstatistik. Waren es 2021 rund 190.000 Asylanträge, die in Deutschland gestellt wurden, so waren es 2023 über 350.000. Dazu kommen noch 1,1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Und die Folge ihrer Migrationspolitik, ihres Paradigmenwechsels, ist eine Überlastung dieses Landes. In den Kommunen, bei mir im Wahlkreis, werden Zelte aufgestellt an den Landratsämtern, um die Menschen unterzubringen. Wir erleben eine Überlastung in den Kitas, in den Schulen, in den Arztpraxen, in den Behörden. Sie, meine sehr verehrten Vertreter der Ampel, Sie gefährden damit die Stabilität, die Sicherheit und den inneren Frieden in unserer Gesellschaft. Und notwendig ist eine grundlegende Neuordnung unseres Asylsystems auf europäischer wie nationaler Ebene. Und was tut die Ampel? Jetzt endlich setzt sie das um, was die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November letzten Jahres mit dem Bundeskanzler beschlossen hat, was wir lange gefordert und eingefordert haben, nämlich die Bezugsdauer der abgesenkten Asylbewerberleistungen von 18 auf 36 Monate heraufzustufen und die Arbeitsgelegenheiten von Asylbewerbern deutlich zu erleichtern. Jetzt endlich. Ihre Umsetzungsgeschwindigkeit erinnert eher an eine Schnecke in diesem Zusammenhang, als dass Sie diese Ambitionslosigkeit, die Sie da an den Tag legen, ist tatsächlich erschreckend und deutet auch vor allem auf den Zustand innerhalb Ihrer Koalition hin, warum Sie bei diesen einfachen Dingen nicht schneller sind, nicht handwerklich schneller arbeiten. Das Deutschlandtempo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt dieses Klein-Klein der Ampel, statt großer Worte, die in der Realität nichts anderes sind als große Tatenlosigkeit, brauchen wir eine echte Asylwende. Und dabei ist es unabdingbar, das Asylbewerber leistungsgerecht neu auszurichten. Und die deutschen Sozialleistungen haben sich zu einem Migrationsmagneten entwickelt. Wir geben allein im Jahr 2022 über 6,5 Milliarden Euro für Asylbewerberleistungen aus. Und das muss sich ändern. Wir wollen die Leistungen für Asylbewerber reduzieren. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, natürlich haben die Asylbewerber einen Anspruch auf die Sicherung ihres Existenzminimums. Und daran rütteln wir auch nicht. Aber der pauschale Verweis, der von Ihrer Seite auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle immer wieder kommt, verstellt den Blick darauf, dass die Spielräume in der Tat viel größer sind, als häufig von Ihnen behauptet. Und wir wollen auch nicht pauschal kürzen, sondern uns geht es darum, die spezifischen Bedarfe von einzelnen Personengruppen uns anzusehen. Und brauchen denn Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen beispielsweise tatsächlich Leistungen für Eintrittsgelder in Kultur- und Freizeitveranstaltungen oder für Zeitungen und Zeitschriften oder vieles mehr in diesen Bereichen, wenn sie nicht einmal Deutsch sprechen können? Also das zeigt doch,
An dieser Stelle, es bedarf in Erstaufnahmeeinrichtungen ganz bestimmt nicht solcher Leistungen. Und das wollen wir dann auch absichern durch eine entsprechende Grundgesetzergänzung, die wir an dieser Stelle auch vornehmen wollen. Und ein Zweites. Ihnen geht es so häufig um die Abschiebepraxis. Das Rückführungsgesetz, das Sie ja gestern beschlossen haben, wird sich in der Praxis ja wirkungslos erweisen. Dänemark macht es anders. Die setzen nämlich auf freiwillige Ausreisen von denjenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben. Und genau daran müssen wir arbeiten. Und welche Anreize haben denn Ausreisepflichtige, unser Land zu verlassen? Und unser Sozialstaat sieht tatsächlich die Möglichkeit von Sanktionen vor, wenn sie ihre Mitwirkungspflicht verletzen. Und es ist an dieser Stelle die Ausreisepflicht, die verletzt wird. Und deswegen wollen wir hier auf das physische Existenzminimum reduzieren. Und das Gleiche wollen wir auch für auf Geduldete erstrecken, solange es ihnen tatsächlich die freiwillige Ausreise möglich und auch rechtlich zulässig und zumutbar ist. Nur so ordnen wir Deutschland neu durch eine echte Neuaufstellung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Rasha Nazar. Werte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, man kann ja schon ein bisschen die Uhr danach stellen. Die Ministerpräsidentenkonferenz kommt zusammen. Am nächsten Tag steht Herr Merz vor den Kameras und sagt, zu wenig, zu langsam, nicht gut genug. Wir beschließen hier ein Gesetz, das Forderungen, die Sie aufmachen, umsetzt. Am nächsten Tag stehen Sie hier, sagen, ist nicht gut genug, reicht uns nicht, wir wollen mehr. Wir haben gestern zum Beispiel den Leistungsbezug für 36 statt wie bisher 18 Monaten umgesetzt. Und auch was die Bezahlkarte angeht. Also ich frage mich, wo Sie in den letzten Monaten waren. Wie oft müssen wir und übrigens auch Ihre eigenen Parteifreunde Ihnen denn noch erklären, dass das rechtlich bereits möglich ist und wie schwer das umzusetzen ist? Wie oft müssen wir Ihnen noch erklären, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe jetzt genau daran arbeitet? Hessen und Niedersachsen sind dabei, gemeinsam mit dem Bund eine Lösung zu erarbeiten. Ich habe seit einigen Monaten immer wieder eine Zeile der Chemnitzer Band Kraftklub im Kopf, wenn ich Ihnen so zuhöre. Ich zitiere, oder gibt die Schuld ein paar anderen armen Schweinen. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Das scheint derzeit ihr Credo zu sein. Kein einziger Mensch in diesem Land steht besser da, wenn wir Geflüchteten noch mehr wegnehmen. Kleiner Faktencheck. Asylsuchende erhalten rund 18% weniger als Bürgergeldempfänger. Also weniger als das Existenzminimum vorsieht. Irgendwann ist doch mal gut. Kein Mensch in diesem Land profitiert davon, wenn wir Geflüchteten noch mehr wegnehmen. Setzen Sie sich also lieber dafür ein, dass wir mehr Tarifbindung in diesem Land bekommen, dass Leute ein ordentliches und gutes Gehalt haben. Und wenn Sie schon Verteilungskämpfe führen wollen, und das machen Sie hier, Kollege Stracke, dann gehen Sie endlich an die höchsten Vermögen in diesem Land ran und treten nicht ständig nach unten. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen der Union sich dafür einsetzen würden, Fluchtursachen zu bekämpfen. Stellen Sie sich mal vor, Menschen, die unter Armut leiden oder Verfolgung und Tod befürchten müssen, müssten gar nicht fliehen. Das wäre doch mal was. Nein, sie treten lieber nach unten. Und dabei wird kein einziger Geflüchteter kehrt machen, weil sie hier diese Dinge fordern. Wir müssen das anders angehen. Sie machen es sich zu einfach. Und wenn Menschen sich beispielsweise aus Griechenland auf den Weg in ein anderes europäisches Land machen, hat es auch damit zu tun, dass Griechenland keinerlei Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben bietet oder Leistungen für Asylsuchende hat. Die Menschen kriegen dort einfach nichts. Null. Und das, nachdem sie bereits alles gegeben und sich unter Gefahr für Leib und Leben auf den Weg in ein friedlicheres Leben gemacht haben. Wenn Ihnen also wirklich an der solidarischen Aufnahme der Geflüchteten in Europa gelegen ist, rufen Sie doch mal Ihren Freund Mitsotakis an und erinnern ihn, was europäische Solidarität wirklich bedeutet. Sie reden seit Jahren von der Brandmauer gegen rechts. Warum stellen Sie ausgerechnet in der Woche, nachdem wir alle noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen haben, wessen Geisteskind die Kollegen hier ganz rechts sind, diesen Antrag? Rechten Populismus bekämpft man nicht, indem man den gleichen Quatsch nachplappert. Haben Sie noch eigene Position?
Stellen Sie sich eigentlich auch an die Seite der Kolleginnen und Kollegen aus Ihren eigenen Reihen, auf die es diese Leute hier abgesehen haben. Was ist mit Ihren eigenen Partnerinnen und Partnern mit Migrationsgeschichte, die als Erste weg wären, wenn diese Leute hier tatsächlich was zu sagen hätten? Was machen Sie eigentlich mit Ihren eigenen Parteifreunden, die an diesem Nazi-Treffen teilgenommen haben? Passiert da noch mal was? Machen Sie sich eigentlich auch solche Gedanken? Ich kann davon nichts erkennen. Die Merz-CDU hat kein Herz für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Merz-CDU schert sich in den feuchten Kehricht darum, was mit Geflüchteten passiert. Die Merz-CDU hat fast nichts mehr von dem, was sie einst groß gemacht hat. Und das sollte Ihnen zu denken geben. Setzen Sie sich nicht mit der AfD auseinander. Das hat in den letzten Monaten offenbar auch nichts gebracht. Setzen Sie sich mit Ihren eigenen Problemen auseinander. Davon gibt es genug. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Norbert Kleinwächter. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in ihrer Strategie der Bauernfängerei schlägt die CDU-CSU-Fraktion heute vor, die Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Meine Damen und Herren, neun Jahre nachdem Angela Merkel angefangen hat, Hunderttausende, Millionen illegale Migranten in unser Land zu winken, fällt der Marketingabteilung von Friedrich Merz plötzlich ein, dass es eine Anreizwirkung der deutschen Sozialleistungen geben könnte. Was für eine Demagogie! Aber wie konsequent grundgesetzwidrig die CDU denkt und von Anfang an gehandelt hat, verrät sie in einem kleinen freudschen Satz in ihrem Antrag. Sie meinen damit Asylbewerber und sie schreiben, Zitat, Migrationsentscheidungen basieren auf einer Vielzahl von Gründen. Migrationsentscheidungen? Meine Damen und Herren, Asyl, Flucht ist keine Migrationsentscheidung. Flucht definiert nach der Genfer Flüchtlingskonvention, ist die Flucht vor begründeter Furcht vor Verfolgung, meine Damen und Herren. Da rennen Leute um ihr Leben, um ihre körperliche Unversehrtheit. Deswegen sagt ja auch Artikel 31.1 GFK ins nächste sichere Gebiet und verbietet es den Leuten, ins Heimatland zurückzukehren. Dann verlieren sie ihren Flüchtlingsstatus, meine Damen und Herren. Asyl ist keine Migrationsentscheidung. Sobald die Migration Ergebnis einer Entscheidung ist, kann sie nicht mehr Asyl sein. Und genau deswegen, Herr Merz, sind die sämtlichen Hunderttausenden, Millionen Migranten, die seit Angela Merkel nach Deutschland gekommen sind, eben keine Flüchtlinge, sondern ordinäre illegale Migranten, die illegal die Grenze überquert haben unter Begehung einer Straftat und bei uns Asyl begehren. Leistungen, genauer gesagt. Ich habe eine Frage gesehen von Herrn. Genau, Herr Kleinwächter, ich kam nur nicht dazwischen, weil Sie gerade so im Redefluss waren. Er darf gerne. Gestatten Sie die Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung? Herr Bzierski. Sie haben anlässlich des Europawahlkongresses der AfD den mammgewählten Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl vorgeworfen, er wolle die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte abschaffen. Meine erste Frage ist, wie kommen Sie dazu? Und meine zweite Frage ist, wie bewerten Sie die Tatsache, dass die AfD einen Menschen aufgestellt hat als auf Platz Nummer 1 der Europawahl, dem Sie vorwerfen, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in diesem Lande abschaffen zu wollen. Lieber Herr Kollege Bzierski, ich wundere mich, warum Sie Applaus von Kollegen bekommen, denn Sie stellen schon wieder eine Frage, die nicht zum Thema passt. Danke. Aber bevor wir über Demokratiefeindlichkeit von anderen reden, sollten wir erst noch mal dazu eingehen, dass Sie eben genau diese Migrationsimporte dadurch begangen haben, dass Sie den Bürgern vermittelt haben, und zwar Sie alle, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, dass es einen humanitären Anspruch gäbe, einen humanitären Anspruch, der von Anfang an nie da war. Sie haben den Bürgern vorgegaukelt, wir müssten diese Leute aufnehmen, und das kann eben genau nicht sein, weil Asyl eben die individuelle Aufnahmeentscheidung eines Staates überschreibt und Sie das den Bürgern aufgezwängt haben. Sie haben damit die Gemeinheit, die Gemeinschaft, uns alle Steuerzahler, um hunderte Milliarden Euro Steuergelder, die Kommunen um ihre finanzielle Zukunft, die Frauen um ihre Sicherheit, die Kinder um ihre Bildung, die Messermordopfer um ihr Leben beraubt, meine Damen und Herren. Und das ist Ihre tiefe historische Schuld, werte Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und insbesondere SPD. Und solange Sie sich nicht
von Angela Merkel und ihren Unterstützern distanzieren und ihrer gesamten Politik, stehen Sie weiterhin für eine Perversion des Asylsystems, das weggegangen ist von diesem individuellen Anspruch auf Asyl hin zu einer Regelung, wo faktisch die Vorlage eines Passes, wenn auch eines gefälschten, aus den wirklich ärmsten, kaputtesten, bildungsfernsten, kriminellsten und islamistischsten Regionen der Welt eine Eintrittskarte nach Deutschland und in ein Sozialsystem wurde. Und damit machen Sie, Frau Nasal, Deutschland arm, kaputt, bildungsfern, kriminell und islamistisch. Sie merken, werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU und CSU, wie minzig der Schritt ist, hier Leistungen für Asylbewerber zu senken. Gleichwohl, in der Tat, Sozialleistungen können eine Anreizwirkung haben. Sie haben sie auch. Wir sehen das im Bürgergeldsystem. 47% der Bezieher sind Ausländer, nicht nur Asylbewerber. Und deswegen fordern wir als AfD, dass der Zugang zum Bürgergeld allgemein begrenzt wird. Man braucht in Zukunft, wenn es nach uns geht, eine Niederlassungserlaubnis. Man braucht Sprachniveau B2. Man braucht 5 Jahre existenzsichernde Tätigkeit in Deutschland, bevor man Bürgergeld beziehen kann. Und wir wollen es auch begrenzen auf 1 Jahr am Stück und maximal 5 Jahre während der gesamten Lebenszeit. Und wissen Sie was? Weil es jederzeit möglich ist, nach Hause zurückzukehren und dort eine sinnvolle Erwerbstätigkeit wahrzunehmen. Ja, die CDU hat in gewisser Weise recht. Migrationsentscheidungen basieren auf einer Vielzahl von Gründen. Unser Sozialleistungssystem aber darf keines davon sein. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention der Kollege Bzirske. Wir reden über Herrn Krah. Herr Krah hat an Treffen teilgenommen mit Neonazis, wo es um die Massendeportation von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund ging. Und das ist Gegenstand dieser Debatte, weil wir reden hier über Asylbewerber. Ich frage Sie, wie können Sie es vereinbaren mit Ihren Werten, dass an die Spitze Ihrer Partei zur Europawahl jemand gesetzt wird, dem Sie vorwerfen, er wolle die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie abschaffen. Wie können Sie das vereinbaren mit sich? Und wie stehen Sie dazu, dass Ihre Partei jemanden aufstellt, von dem Sie sagen, er wolle die Demokratie, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit abschaffen? Und schlagen Sie sich nicht in die Büsche jetzt. Ich finde, Sie sind gefordert, Flagge zu zeigen und dazu zu stehen, was Sie da sagen und was das bedeutet eigentlich in der Situation, wo Sie AfDler treffen und über Massendeportationen von Millionen reden und darüber das Grundgesetz zu brechen, darüber im Grunde dunkle Schatten der Vergangenheit wiederzubeleben. Sie sind gefordert, und ich frage Sie, wie stehen Sie dazu? Herr Kleinwächter, möchten Sie antworten? Werter Herr Bzirske, wir reden hier über Asylbewerber. Meiner Kenntnis nach ist Herr Maximilian Krah kein Asylbewerber in Deutschland. Des Weiteren weise ich den Vorwurf zurück, dass irgendjemand in der AfD massenweise Leute deportieren wolle. Was ich gerade ausgeführt habe, werter Herr Bzirske, ist in der Tat, was Asylrecht ist und was die Grünen die ganze Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung auch verdrehen. Sie vermitteln den Bürgern, diese Millionen, die hierher kommen, hätten tatsächlich einen Asylanspruch. Das haben sie nicht, weil sie nicht ins nächste sichere Gebiet geflohen sind, weil sie keine begründete Furcht vor Verfolgung überhaupt vortragen können, sondern weil sie ein System, wie ich es in meiner Rede ausgeführt habe, etabliert haben, in dem es ausreicht, einen Pass von einer der ärmsten, kaputtesten, ideologischsten Regionen der Welt zu haben, um Zugang nach Deutschland zu bekommen. Und genau diese Politik müssen wir rückgängig machen. Diese Politik müssen wir verändern. Ja, darüber gibt es Debatten in der AfD, wie wir das gestalten können. Aber ich kann Ihnen verstehen, oder ich kann Ihnen versichern, die AfD hält das Grundgesetz ein. Sie setzt das Asylrecht um, das wir eigentlich haben. Und sie wird den konsequenten Rechtsbruch, den Sie alle begangen haben, CDU, CSU, SPD, die Grüne, FDP und auch die Linke zumindest argumentativ und in einigen Bundesländern komplett rückgängig machen. Wir stehen für ein Deutschland der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Freiheit und der Sicherheit. Vielen Dank. Wir fahren weiter fort in der Debatte. Und das Wort hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Stefanie Effner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ich würde mich freuen, wenn der demokratische Teil dieses Hauses einmal innehält und wir uns anschauen,
welche Gefahren gerade in diesem Land drohen und wohin diese Debatten uns bringen. Ich mache mir Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um unseren Sozialstaat, dessen Versprechen auf ein soziales Netz, was Menschen in Krisen ausfängt, immer mehr angegriffen wird, und letztlich um unsere Demokratie. Wann ist Schluss damit, immer neue Brandherde zu legen, immer mehr Öl ins Feuer zu gießen? Wir haben diese Woche im Bundestag beschlossen, die Verlängerung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Bezug von 18 auf 36 Monate. Wir haben diese Woche im Haushaltsausschuss beschlossen, dass der Regelsatz im Bürgergeld komplett gestrichen werden kann für Menschen, die eine angebotene Arbeit nicht aufnehmen. Worauf aber niemand in all diesen Debatten schaut, ist, was das bedeutet, wenn wir immer weitergehende Forderungen stellen für all die Menschen, die berechtigt diese Leistungen beziehen und die einen Anspruch auf Unterstützung durch unseren Sozialstaat haben. Jetzt werden Grundgesetzänderungen gefordert. Okay, man kann auch irgendwie die Ewigkeitsklausel in der Verfassung ignorieren, aber das lassen wir mal beiseite. Die komplette Streichung des Bürgergeldes, Zwangsarbeit wird gefordert, dann sollen Bezahlkarten für Asylbewerber, Leistungsberechtigte, jetzt auch noch auf Analogleistungsberechtigte ausgeweitet werden und so weiter. Was ist mit all den, die immer weitermachen? Anscheinend ist eines völlig egal: die Folgen der Gesetzesänderungen für die Gesamtgesellschaft, die Stigmatisierung und Entmenschlichung bestimmter Gruppen. Es wird das Bild eines Heeres von Arbeitslosen gezeichnet, als wären die Menschen im Bürgergeldbezug, als wäre das immer die gleiche Gruppe. Völlig falsch. Arbeitslosigkeit ist eine vorübergehende Krise im Leben von Menschen. Wenn Menschen arbeitslos werden, sind sie in der Regel, darf ich jetzt ausreden, wenn Menschen in der arbeitslos werden, sind sie in der Regel nach 60% wieder nach einem Jahr in Arbeit. Nach 2 Jahren sind 80% wieder in Arbeit. Nach 3 Jahren knapp 90%. Und dennoch tun wir in der Debatte ums Bürgergeld so, als wäre es das Problem, dass wir Menschen in Arbeit zwingen müssen. Wenn wir so weitermachen, ist irgendwann nichts mehr über von unserem sozialen Auffangnetz. Und wenn dann Menschen, die heute selber hetzen, in Problemlagen geraten, dann gibt es natürlich plötzlich Entschuldigungen und in der eigenen Lebenssituation immer Erklärungen, warum man nichts dafür kann. Aber alle anderen sind selber schuld an ihrem Schicksal. Bei Geflüchteten passiert genau das Gleiche. Es gibt immer weitere Forderungen nach Abschreckung. Immer wieder wird Dänemark zitiert, wenn man darauf guckt. Es hat marginale Auswirkungen gehabt, die Sozialleistungen in Dänemark abzusenken. Es hat aber in der Abschreckung, es ist nämlich marginal weniger Menschen gekommen. Es hat aber auf etwas ganz anderes wesentliche Auswirkungen, nämlich auf die Geflüchteten, die im Land sind. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben 2022 482.000 Menschen im Asylbewerberleistungsbezug gehabt. Die bereinigte Schutzquote in Deutschland beträgt 90%. 80% der ausreisepflichtigen Menschen erhalten eine Duldung. Unter den Hauptländern sind Afghanistan, Irak, Iran. Ist es nicht auch die Union, die sich immer wieder hinstellt und Jinjian Asadi ruft und sagt, wir müssen die Frauen im Iran unterstützen, und wenn sie dann eine Duldung erhalten, dann ist das plötzlich nicht mehr in Ordnung? Wo ist denn da die Solidarität? Der überwiegende Teil aller Schutzsuchenden hier im Land hat ein Aufenthaltsrecht, und der überwiegende Teil bleibt hier. Und dann muss unser Ziel doch sein, dass wir Menschen in diesem Land integrieren.
dass wir ihnen Teilhabe ermöglichen, dass wir ihnen Arbeitsintegration ermöglichen. Und mit all diesen weitergehenden Forderungen wird genau das immer schwerer. Die Asylbewerberleistungen sind um 100 Euro niedriger als das Bürgergeld. 100 Euro bei einer so geringen Menge bedeutet, dass Menschen weniger in Vereine gehen. Sie sollen ja ihrer Meinung nach nicht mal mehr Zeitung lesen. Sie können keine Kontakte knüpfen. Sie können nicht in der Gesellschaft hier ankommen. Weil, wenn wir auf Kinder schauen, 3 Jahre Asylbewerberleistungsbezug, was bedeutet das für ihre Bildungschancen? All das ist egal. Und all das hilft auch den Menschen in diesem Land null, wenn wir Integration behindern, anstatt sie zu befördern. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir endlich in dieser Debatte innehalten und nicht die ganze Gesellschaft immer weiter in Brand setzen. Das macht mir große Sorgen. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Jens Teutrin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, wenn man sich die Debatte anguckt, dann spiegelt die ein wenig auch die ritualisierten Debatten der letzten Monate wider. Es war eigentlich schon fast erwartbar, was hier aufgeführt wird von allen Seiten. Und die Kollegin Effner hat gesagt, es wäre mal vielleicht ein Zeitpunkt, auch innezuhalten. Und ich möchte die Möglichkeit auch nutzen, innezuhalten, weil ich glaube, es gibt eigentlich einen großen Konsens hier im Haus von Regierung und Opposition, dass ein gemeinsames Ziel da ist, nämlich populistische Kräfte klein zu machen. Ich glaube, das ist auch ehrlicherweise Ihr Ziel sogar mit Ihrem Antrag, Herr Stracke. Und ich glaube auch, dass das ein gemeinsames Ziel ist. Das gemeinsame Ziel wird nicht erreicht, wenn es keine politischen Konflikte gibt. Es ist legitim, dass die Opposition die Regierung kritisiert, dass die Regierung das zurückweist, dass die Regierung darauf verweist, was sie alles getan hat, und die Opposition mehr, schneller und mehr fordert. Das ist alles legitim. Aber wenn ich mir die Debatte angucke, dann weiß ich nicht, ob diese Debatte eigentlich diejenigen zurückholt, die vielleicht die AfD aktuell wählen, aufgrund von Frustration, aufgrund von Ängste, aufgrund von wirtschaftlicher Sorge. Es gibt diejenigen Wähler, die wählen die AfD, genau deswegen, weil sie einen Björn Höcke wollen. Es gibt die Wähler, die wählen die AfD, weil sie genau diese Pläne sogar verwirklichen wollen. Es gibt aber auch Anteil der Wähler, die von anderen Parteien rüberkommen, die von der Sozialdemokratie frustriert sind, die vielleicht von den Freien Demokraten wechseln. Und die Frage ist doch, wie gewinnen wir diese Wähler zurück? Und ein Punkt, was viele doch stört, ist tatsächlich die Migrationspolitik in Deutschland. Und das doch nicht seit der Bundestagswahl. Machen wir uns doch ehrlich, die Migrationspolitik ist doch nicht seit der Bundestagswahl zum Teil auf falschen Wege, sondern schon länger. Es ist doch absurd, dass, wenn man in die Zeitung guckt und man sieht, dass Auszubildende abgeschoben werden. Es ist doch wirklich absurd, dass es für Menschen, die nach Deutschland kommen, die hier arbeiten wollen, dass wir es denen ganz schön schwer machen mit Bürokratie, mit vielen Hürden, mit langen Verfahren. Da sind Menschen, die wollen sich in Deutschland integrieren. Die sind arbeitswillig, und denen machen wir das Leben schwer seit Jahrzehnten, weil wir der Lüge anhängen, Deutschland sei kein Einwanderungsland, obwohl Gastarbeiter dieses Land aufgebaut haben, obwohl, wenn man in die Pflege guckt, in die Gastronomie guckt, es dort viele ausländische Einwanderer gibt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber doch auch, natürlich gibt es auch irreguläre Migration. Und natürlich sind auch Kommunen überfordert. Und das bringen Sie ja auch ein mit Ihrem Antrag, Herr Stracke. Aber das ist doch auch nicht seit gestern so. Ich glaube auch, es ist verkehrt, Handlungsunfähigkeit zu demonstrieren, zu sagen, man könnte Migration gar nicht ordnen und steuern. Man könnte es gar nicht hinbekommen, dass wir diejenigen in den Arbeitsmarkt besser integrieren, dass wir für diejenigen, die schutzbedürftig sind, auch wirklich Schutz bringen.
Und es ist, glaube ich, wichtig, mehr gegen irreguläre Migration zu machen, weil wir doch merken, dass die Akzeptanz für die Migration momentan fehlt. Auch für die irreguläre Migration, für die reguläre Migration, die wir sogar brauchen aufgrund des demografischen Wandels. Die Menschen differenzieren ja gar nicht mehr zu Leuten, die hier als Arbeitskraft kommen wollen, diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind, die aus dem Krieg zum Beispiel fliehen aus der Ukraine, und denjenigen, die vielleicht die Hoffnung haben, in Deutschland sich auch etwas aufzubauen und die vielleicht auch berechtigte Schutzgründe haben, aber nicht asylberechtigt sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die Regierung auch handelt. Dass wir beispielsweise, es wurde angesprochen, bei denjenigen, die sich nicht bemühen, im Bürgergeld Vollsanktionen aussprechen können in Zukunft. Es ist richtig, dass wir auch für diejenigen, die sehr lange im Asylbewerberleistungsgesetz sind und keinen Anspruch haben, nicht sofort die höheren Sozialleistungen kriegen. Und es ist gut, dass wir uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, beim GEAS eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu machen. Das war ja schon 2015 ein Fehler. Ich würde mir wünschen in dieser Debatte, dass es weniger falsch und richtig gibt. Weniger alle rein und alle raus. Mehr Differenzierung braucht es in dieser Debatte. Und die Regierung und die Opposition, die Kommunen, die Länder, die müssen gemeinsam Handlungsfähigkeit zeigen und Migration noch stärker ordnen. Ich bin froh, dass der nächste Tagesordnungspunkt auch die Frage der deutschen Staatsbürgerschaft ist. Weil ich finde, den Kompromiss, der in der nächsten Debatte gezeigt wird, und die Linie, die spiegelt eigentlich genau diese Migrationspolitik nämlich wider. Wir erleichtern es nämlich denjenigen, die einen Beitrag in Deutschland leisten, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Als Zeichen, wenn du dich integrieren willst, wenn du die Sprache lernst, dann kannst du auch Teil dieser Gesellschaft natürlich werden. Wir würden uns freuen, wenn du Teil dieser Gesellschaft wirst. Aber wir erschweren es denjenigen, weil es doch auch, ja, weil es doch auch Fehlentwicklungen gibt. Wir erschweren es denjenigen, die nämlich von den Sozialleistungen nur leben wollen, die nach Deutschland kommen, und die gibt es auch, von den Sozialstaat leben wollen und nicht ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften. Den erschweren wir es auch. Und wenn wir auf die Straßen gucken bei den Demonstrationen, dann sehen wir doch auch, wir haben auch Probleme Antisemitismus im bürgerlichen Lager, im linken Lager, aber auch im migrantischen Milieus haben wir Probleme mit Antisemitismus. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir alle ein wenig unsere Debatten mehr daran orientieren, wie könnten wir Probleme lösen. Die Gesellschaft nicht schwarz und weiß zu zeichnen, sondern den Mut zu haben, Grautöne zu zeigen. Weil ich glaube, das macht am Ende die AfD wirklich klein. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Maximilian Mörsburg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Nasser, das ist, glaube ich, schon weg, Herr Teutrine, wenn man Ihnen zuhört, wie Sie beide sich, wie sich SPD und FDP an der Opposition, an der CDU abarbeiten, könnte man ja meinen, die Union sei in einer großen Krise. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, die katastrophalen Umfrageergebnisse der Ampelparteien sind nicht Ergebnis der lösungsorientierten und sachlichen Debatten der Union, die nichts anderes tut, als die Sorgen und Nöte der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen. Vielmehr kommen sie aus ihrer Verweigerung, ernst gemeinte Vorschläge zu machen, wie und in welchem Ausmaß unser Sozialstaat den Menschen helfen kann, die ohne Asylgrund zu uns nach Deutschland kommen und verständlicherweise hier ein neues Leben aufbauen wollen. Die Ampelregierung hingegen setzt weiterhin auf ihre Belehrungsrhetorik. Sie verstehen immer noch nicht, wie die Gefahr vom rechten Rand gebannt werden kann. Ich zitiere hierzu Jasper von Altenbockum, der vorgestern in der FAZ dazu schrieb: Einfacher fällt dagegen die phrasenhafte Inszenierung des Nie wieder ist jetzt von Abscheu und Empörung, der Ekel über das Radikale und Fremdartige dieser Partei. Doch die Entrüstung über das Böse hat weniger mit Angst vor der Größe und Hässlichkeit der AfD vor Augen, sondern vielmehr den Stolz über die Größe und die Schönheit der eigenen moralischen Überlegenheit. Die entlastet vor den Herausforderungen, Konsequenzen
aus den eigenen Versäumnissen zu ziehen, die zum Aufstieg der AfD beigetragen haben könnten. Und das fasst Ihr gesamtes Gebaren der letzten Wochen zusammen. Statt guter Politik gibt es von Ihnen nur noch Sonntagsreden. Vielleicht liegt es daran, dass Ihre Koalition sich in diesen Fragen gar nicht mehr einigen kann. Die Wahrheit ist, Sie schaden nicht nur sich selbst, sondern Sie schaden unserem gesamten demokratischen System, das leider immer mehr Unterstützung verliert. Wenn Sie nicht mehr können, dann hören Sie einfach auf. Wir brauchen keine Zoff-Regierung, sondern eine, die entschlossen die Themen angeht, die auf der Agenda stehen. Und eins der Themen, das auf der Agenda steht, ist nun mal auch das Asylbewerberleistungsgesetz. Es geht bei unseren Vorschlägen darum, sachlich, ernsthaft und sinnvoll die Leistungen für Asylbewerber anzupassen. Davon erhoffen wir uns, dass die Kassen entlastet werden und ein Stück weit unsere Bürger auch Gerechtigkeit erhalten. Die unstrittige Magnetwirkung, die unser Sozialsystem auf Migranten ohne Asylgrund hat, wäre auf jeden Fall etwas schwächer dadurch. Ja, wir müssen auch unserer historischen Verantwortung gerecht werden und bei Krieg und bei Vertreibung helfen. Aber das tun wir doch auch. Kein anderes europäisches Land nimmt so viele Asylbewerber auf wie wir. Ende 2022 waren es 3,08 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Aber wir müssen auch unseren gegenwärtigen Verantwortungen gerecht werden. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht überlastet wird und dass die Staatskassen dieses Landes solide geführt werden. Deswegen wäre es richtig, liebe SPD, wenn Sie sich nach Dänemark orientieren, dort, wo auch Sozialdemokraten am Werk sind, die aber erkannt haben, dass Integration nicht grenzenlos gelingen kann und ihre Asyl- und Migrationspolitik an unsere Zeit angepasst haben. Dort gab es im Monat August 235 Zugänge, 2590 Erstanträge bis November insgesamt. Bei uns waren es über 350.000 Erstanträge im Jahr 2023. Und Sie sagen, es gäbe keine Magnetwirkung, es gäbe keine Pull-Faktoren. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man bald aus Landtagen fliegt, wenn man Wahlen verliert, wenn man so die Realität verleugnet, wie Sie es im Moment tun. Sie werden natürlich unseren Antrag ablehnen, wie Sie alle unsere Anträge in dieser Legislaturperiode abgelehnt haben. Aber vielleicht können Sie mal wieder ein bisschen abschreiben. Es wäre gut für dieses Land. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Annika Klose. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen aus den demokratischen Fraktionen, werte Zuschauerinnen. Herr Merseburg, ich muss mich doch über Ihre Rede sehr wundern und möchte Sie fragen, auch wenn Sie jetzt gerade nicht aufmerksam sind, ob Sie eigentlich gestern hier anwesend waren im Deutschen Bundestag. Wir haben da ja ein Gesetz beschlossen, das Rückführungsverbesserungsgesetz, was die Hälfte der Anliegen aus Ihrem Antrag ja bereits abgeräumt hat. Nun werfen Sie uns vor, nicht tätig zu sein, und gleichzeitig ist die Hälfte von dem, was Sie fordern, bereits beschlossen. Irgendwie passt das hinten und vorne nicht zusammen. Ja, ich weiß, dass dieser Antrag aus dem Dezember stammt, und trotzdem muss ich ja feststellen, dass in der Rede so getan wird, als würde nichts getan und dieser Regierung vorgeworfen, sie würden das alles ignorieren. Das ist mitnichten der Fall. Trotzdem möchte ich in meiner Rede eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen und möchte die Frage aufwerfen, warum hat Deutschland eigentlich so ein starkes Recht auf Asyl? Den Artikel 16a in unserem Grundgesetz. Politisch Verfolgte genießen Asyl, heißt es darin. Der Grund, warum Deutschland ein sehr starkes Recht auf Asyl hat, liegt eben in unserer Geschichte. Liegt in Deutschland vor 80 Jahren in den Gräueln von Nazi-Deutschland und dem Dritten Reich. Millionen von Menschen mussten aus diesem Land fliehen, waren verfolgt, wären sonst in Konzentrationslagern gelandet oder hätten um ihr Leben fürchten müssen. Auch Willy Brandt, unser früherer Kanzler, musste ins Asyl in Norwegen. Millionen von Menschen wollten aus Deutschland fliehen, aber konnten es nicht, weil auch die Grenzen von anderen Staaten bereits zu waren,
und sie dem Naziterror schutzlos dann ausgeliefert waren und zum Opfer fielen. Der Grund für ein starkes Recht auf Asyl in Deutschland liegt in zwei von Deutschland begonnenen Weltkriegen, die zu den größten Flüchtlingskatastrophen des 20. Jahrhunderts geführt haben. Das sind Gründe, warum Deutschland ein sehr starkes Recht auf Asyl hat. Und das sind Der Europäische Rat hat nämlich 1948/49 sehr intensiv darüber diskutiert, welche Konsequenzen kann man daraus ziehen. Sie haben meiner Meinung nach ein extrem gutes Grundgesetz erarbeitet, in dem steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Würde jeden Menschen. Und übrigens auch der Artikel 16a als klare Abgrenzung gegenüber dem Naziregime, aber natürlich auch als Bekenntnis in die Zukunft. Hier gibt es keine Obergrenzen. Wir gewähren Menschen Schutz. Deutschland ist heute ein komplett anderes Land, ein komplett anderes Land. Und darauf bin ich extrem stolz, muss ich sagen. Heute ist Deutschland ein Land, in dem Menschen Schutz finden, in dem sie Perspektiven bekommen. Ich bin darauf stolz, dass sie diese Perspektiven bekommen. Und ich finde, wir müssen daran arbeiten, dass das mehr wird. Und ich finde, dass diese Debatte und die Anträge, die von CDU und AfD vorliegen, dazu diesem Anliegen überhaupt nicht gerecht werden. Wir können hier keine Obergrenzen einführen. Jeder Mensch hat das Recht, Schutz zu finden. 1951 hat sich die Staatengemeinschaft auch dazu bekannt mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Und auch das eine Reaktion übrigens auf die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Wir müssen heute gucken, wie kriegen wir das denn hin und umgesetzt. Und das ist der Punkt. Und darüber haben wir auch gestern schon gesprochen in den letzten Monaten. Die Kommunen brauchen mehr Unterstützung dafür, die Menschen hier ordentlich zu integrieren und ankommen zu lassen. Darüber haben wir auch schon mit den MPK-Beschlüssen eben gesprochen. Und die Kommunen kriegen eben weitere Milliarden, um das stemmen zu können. Wir müssen aber auch darüber sprechen, wie wir die Menschen hier integrieren können. Und das A und O ist doch, diese Menschen in Arbeit zu kriegen. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber sprechen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir darüber sprechen, dass Millionen von diesen Menschen auch bereits arbeiten. Schauen Sie sich doch mal die Statistiken an, was mit den syrischen Geflüchteten von 2015, 2016 sind. Die übergroße Mehrheit ist heute in Arbeit. Und deswegen möchte ich mit dem letzten Satz die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und die Kolleginnen und Kollegen in diesem Land grüßen, die diesen Menschen eine Chance gegeben haben, die ihnen Arbeit geboten haben und die eine gute Fachkraft in den allermeisten Fällen gewonnen haben. Und das bedeutet, diesen Weg müssen wir weitergehen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam beschreiten werden und nicht immer weiter darüber sprechen, wie wir die einen gegen die anderen ausspielen, sondern wie wir gemeinsam Perspektiven schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klose. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gerrit Huy, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste! Ich freue mich, dass die CDU heute mal wieder eine langjährige Erkenntnis der AfD teilt. Die Leistungen für Asylbewerber sind zu hoch. Sie sind ein enormer Anreiz für die Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Deswegen fordern Sie jetzt Sach- statt Geldleistung und eine Bezahlkarte, die Rücküberweisung verunmöglicht. Steht alles seit Jahren in unser Programm, haben wir alles seit Jahren immer wieder hier auch in Reden vorgetragen. Geduldete wollen Sie lediglich 2 Wochen im Land lassen und dann wieder ins Ausland schicken, wenn dort ein Schutzstatus vorliegt. Das heißt, Sie wollen sie eigentlich gar nicht dulden. Dann sagen Sie das doch ehrlich. Duldung zu reduzieren oder zu verkürzen, finden wir gut. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man willens und auch fähig ist, diese Menschen, wenn sie nicht freiwillig gehen, auch wieder auszuschaffen. Wir nennen das Remigration, rechtsstaatliche Remigration selbstverständlich. Dazu müssen wir wohl noch etwas präziser werden. Dabei ginge das alles doch viel einfacher. Wir müssten einfach nur zu unseren Nachbarn schauen, wie die das machen. Die können wir das nämlich besser. Das stellen Sie selber fest in Ihrem Antrag. Sonst werden ja nicht alle Schutzsuchen am Ende bei uns landen. In Frankreich zum Beispiel bekommen Asylbewerber in der Antragsphase sogar etwas mehr Geld in Deutschland. Aber sobald ihr Antrag abgelehnt ist, bekommen sie gar nichts mehr. Wer sich dann noch im Land aufhält, begeht eine Straftat. Und das machen viele andere EU-Länder ähnlich. In Dänemark bekommen Asylbewerber vor allem Sachleistungen. Asyl ist immer zeitlich begrenzt. Dann geht es ab nach Hause oder nach Deutschland. Polen
ist in der Antragsphase schon deutlich restriktiver als wir. Und sobald der Antrag abgelehnt ist, gibt es gar nichts mehr. Lassen Sie doch mal die Schreiereien. Anders bei uns. Spätestens ab dem Bezug von Bürgergeld geht es unseren Zuwanderern sogar besser als vielen deutschen Rentnern, was sie gerne verdrängen, die nach 45 Arbeitsjahren das Pech haben, in einer Großstadt zu wohnen. Wir fragen uns allerdings, ist Ihr Antrag wieder reine CDU-Rhetorik oder distanzieren Sie sich wirklich von Frau Merkels verkorkster Asylpolitik? Wollten Sie nicht gerade noch eben mit Frau Merkel Wahlkampf machen? Die Bürger jedenfalls haben längst erkannt, welches Chaos uns die alte CDU-Asylpolitik beschert hat. Und wenn auch die Ampel dies noch verschlimmert hat, ihren Anteil haben die Bürger nicht vergessen. Und mit wem wollen Sie überhaupt die schärfere Asylpolitik durchsetzen? Mit den Grünen oder mit der SPD? Da müssen Sie sich ranhalten, sonst rutscht die Feuer unter die 5-Prozent-Grenze. Wer Mauern baut, liebe CDU, hat Angst vor der Wahrheit und Angst davor, dass die Bürger sie auch erkennen. Vielen Dank. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat um eine Kurzintervention gebeten, der ich stattgebe. Wer will, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wollte kurz informieren, das war Frau Hui, die laut der Korrektivrecherchen bei dem Massendeportationsplanungstreffen am Wannsee teilgenommen hat. Das heißt, Frau Hui ist eine bekennende Neofaschistin. Als eine bekennende Neofaschistin, die hier gerade im Deutschen Bundestag gesagt hat, sie droht weitere Verschärfungen an, wo man offensichtlich noch präziser werden müsse. Das hat Frau Hui gerade gesagt. Sie hat bei dem Wannsee-Treffen zu den Massendeportationen teilgenommen, wo sie angekündigt haben und systematisch geplant haben, das ist freier investigativer Journalismus, der in diesem Grundgesetz, wo die Freiheit der Presse, die Freiheit der Medien, die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit des Rechtsstaates vermerkt ist, für alle Menschen in diesem Land, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Mannes ist unantastbar, sondern die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Es gibt keine Menschen erster, zweiter und dritter Klasse in diesem Land. Frau Hui ist wie viele in Ihrer Fraktion eine Neofaschistin, die geplant hat, wie man Menschen in diesem Land, die meine Nachbarinnen und Nachbarn sind, mein Friseur und so weiter, all diese Menschen, die Kindertagesstätten leiten und die dazu für sorgen, dass dieses Land funktioniert, die Freundinnen und Freunde sind, ausgewiesen werden müssen. Ich komme aus Essen, 595.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Herr Kollege, Sie müssen die Hälfte jetzt müssten nach dem, was Sie bei dem Wannsee-Treffen geplant haben, Frau Herr Kollege, Hui, bitte kommen würden Sie zum ausgewiesen und deportiert. Und deshalb wollte ich das nur der Bevölkerung transparent machen, dass wir leider solche Neofaschistinnen hier im Deutschen Bundestag haben, wo die Würde jedes Menschen geschützt werden muss. Und ich finde Kollege, das unanständig, Menschen verachten und Rechtsstaat zersetzen. Und ich hoffe, dass Kollege, Sie diesen Bundestag bitte, bald nicht mehr angehören. Jetzt gut. Frau Hui, Sie können gleich darauf reagieren. Herr Kollege Braun, Kurzinterventionen haben 2 Minuten und die werden hier in aller Regel auch eingehalten. Diesmal 2 Minuten 10. Frau Hui, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Das Mikro an? Ja, vielen Dank. Also das sind bösartigste Unterstellungen, die Sie hier verbreiten. Sie übernehmen ungeprüft irgendwelche Aussagen einer kriminellen Recherche. Lassen mich ausreden. Und beteiligen sich an einer Schmierenkomödie ungeheuren Ausmaßes. Es war weder von Vertreibungen, hören Sie mir gefälligst zu, noch von Deportationen die Rede. Meiner Partei geht es ausschließlich um rechtsstaatliche Maßnahmen, die Sie nicht durchsetzen. Das ist Staatsversagen. Deswegen versuchen Sie auch mit dieser Schmierenkomödie von Ihrem Versagen abzuhalten.
abzulenken, weil sie es nicht schaffen, wieder Ordnung ins Asylkorps zu bringen. Die Bürger sehen das und sie lassen sie herzhaft schrumpfen. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Und ich weise zunächst darauf hin, meine Langmut ist nicht unendlich. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal kurz durchatmen, einmal besinnen und dann wieder zurück zum Thema. Zu den Problemen, die die Kommunen haben, eine wichtige Vorbemerkung. Die Probleme, die die Kommunen haben, haben vor allem eine Ursache. Das ist der Krieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine. Wladimir Putin, bekanntermaßen AfD-Freund, was dazu geführt hat, dass über 1 Million Menschen bei uns aufgenommen wurden, richtigerweise und richtigerweise auch so aufgenommen wurden, dass sie direkt Zugang zum Arbeitsmarkt haben, Unterstützung von Arbeitsmarktinstrumenten haben. Wir würden uns das für alle Geflüchteten wünschen. 350.000 sind zusätzlich zu uns gekommen. Das klingt erst mal viel, aber ich will die Größenordnung mal deutlich machen. Wir sind ja auch ein großes Land. Wir haben 733 Abgeordnete. Wenn man das umrechnet, würde das bedeuten, dass 3 zusätzliche Menschen hier zusätzlich wären. Und das sollen wir nicht schaffen? Doch, das schaffen wir. Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen Zuwanderung. Wissenschaftliche Institute sprechen von 400.000 Menschen jedes Jahr. Darauf müssen wir die Gesellschaft und die Politik vorbereiten. Wir müssen also ohnehin die entsprechende Infrastruktur ausbauen. Wohnungen, Schulen, Kinderbetreuung. Wir brauchen gezielte Zuwanderung. Dafür haben wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Aber wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht auch das Potenzial der Menschen, die aus humanitären Gründen zu uns kommen, nutzen. Dafür zu sorgen, dass sie aus- und weitergebildet werden und Teil unserer Gesellschaft werden. Das wäre die Hauptaufgabe. Und weil wir Zuwanderung brauchen, brauchen wir eine Willkommenskultur. Und Anträge wie die der Union und der Antrag der AfD sowieso sind das Gegenteil und schüren eine ausländerfeindliche Stimmung insgesamt gegen Zuwanderung. Damit schrecken sie diejenigen ab, die wir hier dringend brauchen. Und letztlich schaden sie damit sogar unserer Wirtschaft. Wirtschaftskompetenz geht anders. Bei der AfD erwarten wir nichts anders, aber bei der Union habe ich noch Hoffnung. Das Gleiche gilt auch für die Verfassung. Wir haben gerade gemerkt, und in den letzten Wochen ist deutlich geworden, wer die Verfassungsfeinde hier sind. Deswegen ist das bei der AfD nicht verwunderlich. Bei CDU und CSU dachte ich immer, die stehen fest mit beiden Beinen auf der Verfassung. Deswegen möchte ich über die Verfassung reden. Ich zitiere aus dem Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010. Das Grundrecht und Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Sozialstandsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz sichert jedem Hilfsbedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für eine physische Existenz und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Zitat Ende. Zur Erinnerung, Artikel 20 Absatz 1 lautet, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Würde des Menschen, nicht die Würde des Deutschen. Die Würde des Menschen, aller Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar. In dem Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz von 2012 wird das noch einmal vom Bundesverfassungsgericht verdeutlicht. Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Das kennen wir schon. Weiter heißt es, Artikel 1 begründet diesen Anspruch als Menschenrecht. Er umfasst sowohl die physische Existenz als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu. Bundesverfassungsgericht. Wir Grünen fordern deshalb die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
und auch den besseren Zugang für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger zum Bürgergeld. Denn die Würde des Menschen gilt für alle Menschen, die hier leben. Für alle Menschen, die hier leben. Und in Rand Nummer 95 des Urteils des Bundesverfassungsgerichts steht, migrationspolitische Erwägungen, wie sie in dem Antrag der CDU wieder auftauchen, die Leistung an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize, hören Sie mal dem Bundesverfassungsgericht zu, Herr Stracke. Seit bringen Sie mal einen Beruhigungstee und besinnen Sie sich mal ein bisschen. Migrationspolitische Erwägungen, die Leistung der Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig halten, und so weiter. Die Zeit geht zu Ende. Migrationspolitische Erwägungen dürfen keine Rolle spielen. So wie Sie Ihren Antrag begründen, ist der verfassungswidrig. Und Sie gehen ja noch weiter. Sie wollen Artikel 20, Sie wollen Artikel 20 verändern. Das ist nach dem Grundgesetz gar nicht erlaubt. Damit verlassen Sie den Boden des Grundgesetzes. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Bitte begeben Sie sich auf Ihren Platz. Herr Kollege, bitte. Herr Kollege Strengmann-Kuhn, wenn Sie jetzt das Pult nicht verlassen, bitte ich einen der Saaldiener, Sie zu begleiten. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Kober, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Frage brauchen wir Ordnung und wir brauchen Kontrolle in Fragen der Migration. Und deshalb ist es gut, dass ausgerechnet diese Regierung angetreten ist und darin auch erfolgreich ist, da die Defizite der Vorgängerregierung aufzuarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen. Und das ist eine Aufgabe, wo wir schon wesentliche Schritte gegangen sind. Beispielsweise haben wir das Abschiebegewahrsam verlängert. Wir haben die Möglichkeiten erleichtert, Menschen abzuschieben, die kriminell sind, die als Schleuser tätig sind oder die Mitglieder krimineller Vereinigungen sind. Wir haben die Bezugsdauer von abgesenkten Sozialleistungen verlängert. Wir haben die Möglichkeiten der Durchsuchung von Gemeinschaftsunterkünften verbessert. Wir haben die Möglichkeit der Auslesung von Mobiltelefonen erleichtert zur Identitätsfeststellung. Wir haben Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien und der Schweiz wieder eingeführt. Wir haben auch die Anzahl sicherer Herkunftsstaaten erweitert. Und vor allen Dingen haben wir erstmalig Erfolge erzielen können bei Migrationsabkommen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch Menschen geordnet zurückführen können, die hier kein Aufenthaltsrecht haben. Alles wichtige Maßnahmen, die diese Regierung in Angriff genommen hat und erfolgreich auf den Weg gebracht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch ist klar, dass es Menschen gibt, die ein Aufenthaltsrecht haben, weil sie zum Beispiel eben an Leib und Seele gefährdet sind, Schutz suchen aufgrund von politischer Verfolgung oder aufgrund dessen, dass in ihren Heimatstaaten Krieg herrscht. Und wenn wir dann über die Absenkung von Sozialleistungen sprechen, dann ist die beste Möglichkeit, das zu erreichen, dass wir die Menschen in Arbeit bringen, dass eigenes Einkommen Sozialleistungen überhaupt nicht erst notwendig machen. Und deshalb ist es richtig, dass diese Regierung es jetzt auf den Weg gebracht hat, dass die Kontaktdichte der Jobcenter zu den betroffenen Menschen erhöht wird, weil die Jobcenter nur, wenn sie Kontakt haben, zu den Menschen auch Angebote unterbreiten können. Das ist ein wesentlicher Schritt, der in den nächsten Wochen und Monaten auch seinen Erfolg zeitigen wird. Wir haben die Voraussetzungen bei den Sprachen abgesenkt, weil natürlich ist es auch möglich, im Job Arbeit, während der Arbeit die Sprache zu erlernen, vielleicht sogar leichter als in einem theoretischen Sprachkurs. Auch das ist eine Maßnahme, die dazu führen wird, dass Menschen leichter in Arbeit kommen. Auch das eine wesentliche Maßnahme, die zum Erfolg führen wird. Trotzdem sind die Herausforderungen natürlich groß. Aber zum anderen sind natürlich auch die Chancen noch größer. Mittlerweile sagt jedes zweite Unternehmen, dass die eigene Geschäftstätigkeit beeinträchtigt ist aufgrund des Fachkräftemangels. Die IHK beziffert
den Wohlstandsverlust, den gesamtgesellschaftlichen Wohlstandsverlust im Jahr auf rund 100 Milliarden Euro aufgrund des Fachkräftemangels. Ein Fachkräftemangel im Übrigen, den Sie als Union ganz alleine zu verantworten haben, weil Sie damals, als wir mit Ihnen in der Regierung waren, die entscheidenden Maßnahmen, die damals Ihre Ministerin getroffen hätte, verhindert hätten. Und lieber Herr Stracke, schreien Sie nur, weil genau Sie, meine ich, Sie als CSU waren es, die über Jahrzehnte immer die CDU auch daran gehindert hat, eine moderne Einwanderungspolitik erfolgreich auf den Weg zu bringen. Und diese Versäumnisse rächen sich. Und wir haben jetzt alle Chance, die Menschen, die zu uns gekommen sind und in unserem Land sind und die hier ein Aufenthaltsrecht haben, in Arbeit zu bringen. Diese Aufgabe stellt sich diese Regierung wie keine bisher zuvor. Und da werden wir erfolgreich sein. Und wenn Sie sich daran beteiligen würden, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, dann wäre dieses Land insgesamt weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gober. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jana Schimpke, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine unterirdische Debatte wir hier heute wieder erleben. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt, wie wenig Einsicht, wie wenig Faktenkenntnis bei den Regierenden tatsächlich vorhanden ist. Vor Ort Besuch bei der Bundespolizei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe da mit den Beamten gesprochen über die illegale Migration, über das Thema Passfälschung. Das findet in Deutschland in Größenordnung statt. Und wenn man dann mal so einen gefälschten Pass in den Händen hat, dann kann man sich damit zum Jobcenter, zum Sozialamt begeben und hat sozusagen freien Zugang zu allen Leistungen, die dieses Land Bedürftigen bietet. Und ich persönlich bin jetzt keine Innenpolitikerin, ich mache Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Ich war entsetzt darüber, mit welcher Dreistigkeit unser Rechtsstaat ausgenutzt wird von Außenstehenden. Und ich war entsetzt darüber zu sehen, was für ein Scheitern wir tagtäglich hier im System erleben. In der Rechtsprechung, vor allen Dingen aber auch in der Gesetzgebung, aber vor allen Dingen auch im Operativen, im Wirrwarr zwischen Bund und Ländern, zwischen Behörden, in der täglichen Arbeit, die unsere Beamtinnen und Beamten in diesem Land zu leisten haben. Und ich stand dann da mit großen Augen vor diesem Beamten und fragte ihn, wie kriegen Sie das eigentlich hin, diese Arbeit tagtäglich mit diesem Engagement, mit diesem Einsatz zu leisten? Und der Kollege sagte dann mit Tränen in den Augen zu mir, weil es meine Aufgabe ist. Und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ein Großteil der Verantwortung dessen, was diese Menschen auszuhalten haben, hier in diesem Hause stattfindet. Dennoch kann man zugutehalten, dass es gut ist, dass wir offen über die Ursachen illegaler Migration sprechen. Und das tun wir vor allen Dingen auch, weil meine Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, seit langem darauf drängt und seit langem einen Kurswechsel in der Migrationspolitik in diesem Land vorantreibt. Und es ist aber dennoch dramatisch, dass es so weit kommen konnte. Wir haben inzwischen in Deutschland eine Sonderrolle innerhalb der Europäischen Union, sowohl was die Rekordzahlen bei den Asylantragstellungen angeht, als auch was die geringe Anzahl der Rückführungen angeht und natürlich auch was die hohen Sozialleistungen angeht, um die es hier heute geht. Unser Sozialstaat kollabiert inzwischen. Wir verlieren Anerkennung und wir verlieren unsere Führungsrolle innerhalb der Europäischen Union. Und deshalb sei mir ein Letztes gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viel ist heute hier an dieser Stelle schon ausgeführt worden. Das, was wir in unserem Antrag formuliert haben, zum Beispiel die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz endlich auszuweiten, Sie haben es ja Gott sei Dank dann auch gestern dann mal auf den Weg gebracht, aber auch eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte auf den Weg zu bringen, aber auch die Sanktionen zu verschärfen, das, meine Damen und Herren, das kann nur ein Anfang sein. Ich habe allerdings Zweifel, dass diese Bundesregierung das, was notwendig ist in diesem Land, tatsächlich anerkennt, tatsächlich verstanden hat. Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass sich das künftig ändert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schimke. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lindt, SPD-Fraktion. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Tränen in den Augen. Ich nehme Ihnen das ab mit den Bundespolizisten. Ich habe Tränen in den Augen und ich glaube auch einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Fraktion, Frau Schimke, wenn die miterlebt haben, und das sind keine Freudentränen, auf welche Weise Sie die Christdemokratie vertreten. Ich habe noch Hoffnung, aber sie stirbt langsam immer mehr. Mit Christdemokratie hat das wenigstens überhaupt nichts zu tun. Wir beginnen aber mit der AfD und dann kommen wir zur CDU, keine Sorge. Es ist ja nicht die wirkliche bittere Pointe, dass es dieses konspirative Treffen in Potsdam gab. Die eigentliche bittere Pointe ist ja, und das Erwachen, dass das ja kein Ausnahmefall war, sondern dass der heutige Antrag beweist, dass das ja gelebte Praxis der AfD ist, die Normalität ist. Und dazu passt auch, dass konsequenterweise heute Frau Rühe hier aufgetreten ist. Also wir müssen begreifen, das sind nicht die Ausnahmefälle. Die Regel von Verschwörung, Massendeportationsfantasien und rassistisch-völkischem Denken ist die AfD, nicht in Teilen, in Gänze. Und so repräsentieren Sie das. Und deshalb ist auch Ihr Antrag wunderbares Beweismaterial, damit künftig die AfD als gesichert rechtsextremistisch auch auf Bundesebene eingesetzt wird, was auch wieder Verbotsverfahren, die berechtigt werden, erleichtert. Und zwar haben Sie, und deshalb danke ich Ihnen für den Antrag, da geradezu mustergültig die Bilder der Identitätenbewegung von Sellner, Ethnopluralismus und auch Immigration vorgeführt. Genau diese Ideen. Wie schaffen wir es massenhaft Leuten das Leben so schwer zu machen? Übrigens unabhängig davon, ob sie Asylsuchende sind oder andere Drittstaatler oder EU-Angehörige, dass sie dieses Land letztlich verlassen. Genau das predigt Sellner in einer Runde nach der anderen. Und was steht in Ihrem Programm? Genau das wollen Sie mit Minderung von Rechten, mit Rückkehrhilfen, lesen Sie mal Ihren eigenen Text, den Sie verbrochen haben. Da steht auch noch, dass Sie erleichtern wollen, dass Leute in ihrem kulturellen Kontext zurückkommen. Das ist Ethnopluralismus, das ist völkisch-rassistischer Nationalismus pur, geschrieben in Textform. Also danke für Ihr Belegexemplar. Und kommen wir jetzt zur Union. Kommen wir zur Union. Herr Mörseburg, Sie sagen uns, wir sollen uns fernhalten. Nein, wir sollen uns annähern an die dänischen Sozialdemokraten. Unser Problem ist, glaube ich, nicht, dass wir uns annähern sollten an die dänischen Sozialdemokraten. Aber Sie sollten sich überlegen, dass Sie sich tunlichst fernhalten von Christdemokratinnen und Christdemokraten, die unter anderem in der Burschenschaft Gotia mit AfD-Leuten sich rumtreiben. Einige von Ihnen, so auch Frau Grütters, haben es begriffen und Sie sollten es auch begreifen. Und Sie sollten sich auch einmal überlegen, auch im Sinne Ihrer eigenen Wahlchancen in Ihrem Wahlkreis, dass Sie, wenn Sie in einem Wahlkreis mit weit über 40% mit Menschen mit Migrationshintergeschichte so reden, was das für die Menschen bedeutet. Das ist nicht das Signal, ihr seid selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft und wir wollen uns, wir sind dankbar für eure Arbeit, die ihr leistet, sondern die Botschaft, die Sie dann aussenden, ist, Sie sind nicht gewollt, ihr seid nicht gewollt. Also gucken Sie mal auf Ihren eigenen Wahlkreis, bevor Sie so etwas hier verzapfen. Und dann noch etwas. Herr Stracke, Sie sprachen jetzt mal nicht vom Pull-Faktor, sondern der neue heiße Scheiß bei Ihnen ist Migrationsmagnet. Auch noch mit Alliteration, also kulturell fast hochwertig. Was ist denn das für ein Menschenbild? Jetzt wirklich ernsthaft. Als ob Menschen wie ein Magnet gezogen wurden. Menschen sind immer noch selbstentscheidende Subjekte und es entlarvt am Ende der letzte Punkt in Ihrem Antrag. Sie wollen ernsthaft Artikel 20 des Grundgesetzes ändern. Das steht da. Und zwar bezogen danach, welche Staatsangehörigkeit man hat, welche Dauer, welche Rechtmäßigkeit des Aufenthalts und wie das Sozialsystem in EU-Staaten ist. Was Sie da schreiben, heißt auf Deutsch gesagt, Sie bitte zum Schluss. Sie wollen künftig, dass Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist mehr oder weniger antastbar, abhängig von seiner Staatsangehörigkeit, Dauer und Art eines Aufenthalts und von den Transferleistungen in der EU. Das ist das Ende des Grundgesetzes. Schämen Sie sich für so eine Forderung. Vielen Dank. Nächster Redner ist Marc Bier der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Konsequente Rückführungen für Personen ohne Bleiberecht, schnelle und digitale Verfahren, die Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte sowie die Einsetzung einer Kommission zur Steuerung der Migration und der Integration. Das ist nicht nur unser Vorschlag der Union, sondern die Vereinbarung zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten der Länder am 6. November 2023. Dazu der dringende Appell der Städte und Kommunen, dass sie unterstützt und entlastet werden. Was fehlt nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die konsequente Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Nur zögerlich, liebe Ampel, werden einzelne Vorhaben angegangen. Augen zu und wegducken, liebe Bundesregierung. Das ist jetzt der falsche Weg. Zu groß ist die Unzufriedenheit mit Ihrer Ampelpolitik. Die Ausgangslage ist bekannt. Allein im Jahr 2023 wurden in Deutschland mehr als 350.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das ist eine deutliche Steigerung als vor einem Jahr. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Zwischenfrage stellen kann. Sehr geehrter Herr Kollege Biadac, ich wundere mich schon ein bisschen, dass Sie Dinge wie die Bezahlkarte anmahnen und hier heute diesen Gesetzentwurf fordern. Auch Ihnen dürfte bekannt sein, dass es eine Länderbund-Arbeitsgruppe dazu gibt, dass die Länder heute schon Bezahlkarten einsetzen können. An manchen Stellen wird es tatsächlich gemacht. Und genau an den Stellen, wo die Union sich zu Wort meldet, steigt sie dann aus diesem gemeinsamen Vorgehen aus. Sie fordern heute eine Regelung, obwohl die Arbeitsgruppe noch gar nicht zu Ende ist. Bayern hat es längst ausgeschrieben, obwohl es eine gemeinsame Arbeitsgruppe aller Länder gibt. Also wo ist da das gemeinsame Vorgehen, was die Union da so beschwört? Vielen Dank für die Frage, liebe Frau Kollegin. Und wissen Sie, was unser Problem ist? Dass die Ampel viel, viel vorschlägt, dass die Ampel viel erzählt, aber nachher nicht in die Umsetzung geht. Und genau das ist die Frage, die wir hier in Deutschland beantworten müssen. So. Das Erreichte zählt und nicht nur eben das, was angekündigt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich möchte auch kurz was Frau Hui gerade eben hier auch erzählt hat. Wir brauchen uns nicht von Angela Merkel distanzieren, Frau Hui. Was Sie benötigen, ist ein Korrektiv für Ihre Politik. Denn für uns ist klar, das Asylrecht ist ein Grundrecht. Und das Asylrecht ist ein elementarer Bestandteil unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Wir unternehmen große Kraftanstrengungen, um eben Integration auch zu fördern. Und wissen Sie, Frau Kollegin, was das Problem der Ampel ist? Und das haben Sie mit Ihrer Frage gerade eben auch gezeigt. Die Union hat vor 135 Tagen einen Deutschlandpakt zur Begrenzung der Migration vorgeschlagen. Vor 135 Tagen hier im Parlament unser Fraktionsvorsitzender. Und was ist passiert? Nichts. Die Vorschläge aus der demokratischen Mitte des Parlaments liegen auf dem Tisch. Seitdem sind 4 Monate vergangen, und das ist einfach zu langsam, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. In vielen Städten stehen keine Unterkünfte mehr zur Verfügung. Auch Sprach- und Integrationskurse können nicht mehr in angemessener Zahl durchgeführt werden. Integration ist unter diesen Bedingungen einfach nicht möglich. Deswegen ist es ordnungspolitisch daher jetzt wichtig, dass die Weichen richtig gestellt werden. Und liebe Frau Kollegin, gut, dass Sie jetzt gehandelt haben und dass Sie beim Bürgergeld jetzt beim Asylbewerberleistungsgesetz auf die 36 Monate gegangen sind. Aber ich habe bereits hier im Parlament am 16. November die Kollegin Klose gefragt, wann setzen wir um die 36 Monate?
dann gab es gar keine Antwort. Und seitdem sind wieder Monate, Tage und Stunden vergangen, wo wir unsere Kommunen einfach im Stich gelassen haben. Und das muss jetzt ein Ende geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte, wie auch jetzt, war geprägt von viel Emotionalität. Auch das gehört in dieses Haus. Aber das Thema der Migration muss mit Sachlichkeit und mit Ordnungspolitik behandelt werden. Und dafür steht die Union in diesem Haus. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Takis Mehmet Ali, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die beiden Anträge der AfD und CDU zeigen eine gute Zusammenfassung der Diskussion in den öffentlichen Medien hier im Parlament. Es ging in den letzten Monaten nicht wenig darum, um die Bürgergelderhöhung und um die Vollsanktionen bei Totalverweigerern, zu viel Leistungen bei Asylbewerbern und alles, wo man noch nach unten hauen kann. Ich frage mich aber, ob das nicht eine Ablenkungsstrategie einfach ist, von da, wo man eigentlich den Sorgen der Menschen auch begegnen könnte. Beispielsweise mal daran zu gehen, warum Menschen bei kleineren und mittleren Einkommen so viel Steuern bezahlen müssen, so viel Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen. Anstatt dass Sie sich mal Gedanken darüber machen, mal eine Reform der Einkommenssteuer, beispielsweise mal eine Reform der Erbschaftssteuer oder beispielsweise mal darüber nachzudenken, über eine Einführung der Vermögenssteuer, damit die ganz wenig Geld verdienen, auch mehr im Portemonnaie am Ende des Tages haben. Aber was machen Sie? Nein. Was machen Sie? Sie diskutieren darüber, ob die Bürgergelderhöhung zu viel ist oder nicht. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann auch fragen, wer sind denn die Totalverweigerer wirklich? Sind es nicht diejenigen, die hier ganz viel Geld erwirtschaften und nicht echt Steuern hier in Deutschland bezahlen und mehrere Milliarden Euro dadurch flöten gehen? Sind das nicht die echten Totalverweigerer? Aber dazu findet man natürlich gar keine Antworten auch seitens der CDU und auch seitens der Rechten. Und dann sieht man natürlich am Antrag der AfD auch eins, dass das der erste parlamentarische Versuch ist, nämlich die Ideen aus dem Treffen in Potsdam ins Verfahren zu bringen. Das ist die Fortführung dieser Gedanken aus dem Grund, weil man neben der Massendeportation von Menschen mit Migrationshintergrund jetzt das anders angehen will, nämlich indem unliebsame Bevölkerungsgruppen durch Entzug des Existenzminimums, durchs Aushungern hier auswandern sollen. Das ist doch schon der Beginn. Und Ihr Antrag, wenn man das durchliest, es geht nicht nur darum, dass es nur Menschen aus Drittstaaten sind, es geht sogar darum, dass EU-Bürgerinnen und EU-Bürger nicht mehr Existenzminimum bekommen sollen. Darum geht es doch. Sie verweigern die Haltung der Europäischen Union. Sie haben gar keine Haltung der Europäischen Union. Sie haben überhaupt gar keine moralische Haltung dazu, was Existenzminimum wirklich bedeutet. Und auf der anderen Seite bin ich aber umso dankbarer, dass aus der Mitte der Gesellschaft Stimmen sich erheben und ganz laut werden, nämlich gegen die Gedanken und die nach 1933 trauern, gegen die laut zu werden. Und die haben wir auch inzwischen in den Parlamenten. Deshalb bin ich Menschen wie Tahsin, ein Influencer, der momentan sehr, sehr viel Arbeit dafür macht mit seinen Social-Media-Beiträgen, der letztens tatsächlich einfach eine Strategie ausgemalt hat, nämlich drei Punkte für Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie dann deportiert werden, wo die besten Zufluchtsorte sind. Erstens, gehen Sie essen bei Hans im Glück oder im Backwerk und am besten bestellen Sie etwas mit Schweinefleisch, damit man denkt, dass Sie deutsch sind. Zweitens, eine Mitgliedschaft bei der AfD. Da hat er bei der AfD-Bundesgeschäftsstelle angerufen und gefragt, ob man auch als Mensch mit Migrationshintergrund auch Mitglied werden kann. Da hat man ihn auf die JA hingewiesen und auch vor allen Dingen auch gesagt, naja, das wissen wir noch nicht, ob Sie als Mensch mit Migrationshintergrund bei uns Mitglied werden wollen. Da hat er gesagt, aber wenn ich doch bei Ihnen Mitglied bin, dann werde ich doch sicherlich von der Abschiebung verschont. Naja, am Telefon hat man daraufhin gar keine echte Antwort bekommen. Das waren ja schon mal die echten Beweise dafür, dass Sie ja so einiges anstreben. Aber sein dritter Vorschlag war die Krönung gewesen, nämlich bei seiner Mutter. Nee, deshalb nämlich, weil ich davon ausgehe, dass die Mutter richtig gut mit dem sogenannten Terlik schmeißen kann. Jetzt ist das eine Aufgabe für Sie, zu gucken, was ein Terlik ist. Ich gehe davon aus, dass das die beste Verteidigung ist, wenn Sie mit Ihren Fantasien dann irgendwann mal in diesem Land durchkommen wollen würden. Das wird aber nie passieren, weil die Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause so lange zusammenhalten werden, dass Sie nie wieder irgendwas zu sagen haben werden, weil wir werden 1933 nicht zulassen. Glück auf!
Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Clara Bünger, Fraktionslos. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung vorab. Gerade sprach Gerrit Huy von der AfD, laut Korrektivrecherchen Teilnehmerin beim sogenannten Geheimtreffen von Rechten und Neonazis in Potsdam, in dem laut Korrektivrecherchen über millionenfache Deportationen gesprochen wurde. Das ist absolut untragbar, dass sie hier sprechen durfte. Und es zeigt vor allem eins, die AfD steht offensichtlich geschlossen hinter ihren Plänen. Und das ist umso schlimmer. Aber nun zu Ihrem Antrag der CDU. Es ist ein rechter Schaufensterantrag. Viel wurde schon gesagt. Es wurde gestern schon Kürzungen beschlossen. Deshalb entbehrt sich ein Teil Ihres Antrags sowieso. Aber dieser Antrag ist ganz klar verfassungswidrig. Ja, verfassungswidrig. Und ich sage Ihnen auch, warum. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt und unmissverständlich erklärt, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht relativiert werden darf. Aber genau das bezwecken Sie in Ihrem Antrag. In Ihrem Antrag klingt das so, doch, ich habe ihn mir durchgelesen, und in Ihrem Antrag klingt das so, als wäre das Leben für Schutzsuchende so luxuriös wie das eines BlackRock-Unternehmers-Managers. Ich sage Ihnen, wie die Realität aussieht. Wo sind denn die Asylsuchenden untergebracht? In Lagern ohne Privatsphäre, mit schlechten Mahlzeiten. Schikanen und Gewalt durch Wachdienstmitarbeiter sind an der Tagesordnung. Und wie sieht es mit Gesundheitsversorgung aus? Die gibt es für Asylsuchende nur in Notfällen, weil die CDU und die AfD hier häufig das falsch darstellen. Auch Menschen, die ernsthafte Krankheiten haben, bekommen meist nur Ibuprofen. Das ist die Realität. Geflüchtete stehen im deutschen Sozialsystem an unterster Stelle. Dass Sie nur nach unten treten können, ist mir nicht neu. Aber dass die Ampel hier gestern auch die Absenkung beschlossen hat, anders als es hier von Raschid Nasser dargestellt wurde, ist absolut untragbar. Wir als Linke machen da nicht mit. Ja. Menschenrechte und Menschenwürde gilt für alle Menschen. Und ich hoffe, dass die Ampel das versteht, Frau dass Kollegin, die AfD bitte. Und die CDU das hier instrumentalisieren. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Jens Spalk, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als letzter Redner in einer Debatte wäre es eigentlich schön, die Debatte zusammenfassen zu können und mit etwas Positivem nach draußen zu enden. Allein mit Blick auf den Antrag und die Debatte will es mir nicht gelingen. Denn die Debatte hat zwei Dinge gezeigt. Erstens, liebe Union, Sie haben sich komplett verrannt. In dieser These, dass Sie Menschen sozial abschrecken könnten, die vor Krieg, Verfolgung und Hunger fliehen. Vermutlich haben Sie sich in der Welt noch nicht richtig umgesehen, aber ich sage Ihnen eins. Und darauf können wir stolz sein. In Deutschland wird es immer besser sein als in all diesen Ländern, aus denen die Menschen zu uns kommen. Aber wenn Ihre Strategie jetzt ist, unseren Staat so weit abzuwickeln, bis er nicht mehr attraktiv ist für niemanden, dann machen wir da nicht mit. Unser Sozialstaat ist eine Errungenschaft, und die werden wir auch weiter gegen Sie verteidigen. Und zweitens hat die Debatte noch eins gezeigt. Das kann ich Ihnen nicht ersparen. Mit dem Weggang von Angela Merkel hat Ihre Partei anscheinend auch den Anstand verloren. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Denn dieser Antrag und andere, die zeigen doch ein erschreckendes Menschenbild. Ich will das auch erklären. Es gibt bei Ihnen keine roten Linien mehr. Und das zeigt sich besonders an der Frage, die Kollege Streng-Mankuhn ja auch aufgemacht hat. Sie wollen mit Ihrem Antrag das Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 des Grundgesetzes einschränken. Artikel 20 hat aber nicht umsonst, so wie auch Artikel 1, eine Ewigkeitsgarantie. Denn er ist eine entscheidende Lehre aus dem Nationalsozialismus und dem größten Zivilisationsbruch in der Geschichte der Menschheit. Diese Ewigkeitsgarantie, die schützt nämlich den Kern der Verfassung. Hören Sie ruhig mal zu. Die Ewigkeitsgarantie schützt den Kern der Verfassung vor Aushöhlung. Und der Kern ist eben ein Menschenbild, das nicht nach Herkunft und Nationalität unterscheidet. Hier berufen Sie sich regelmäßig auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wenn es um den Haushalt geht.
Jetzt gibt es ja Diskussionen, die Schuldenbremse zu ändern. Da gehen Sie keinen Schritt mit, sagen, das können wir nicht eben so tun. Aber wenn Ihnen die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nicht passt, dann sind Sie ganz schnell dabei, das Grundgesetz zu ändern. Und da machen wir nicht mit. Das ist nämlich doppelzüngig. Und liebe Union, wir haben ja in diesem Land echte Probleme. Das ist ja vollkommen unstrittig. Und auch der Kollege Teutrin hat ja noch mal versucht, das zusammenzuführen. Da sind wir an vielen Stellen auch beieinander. Aber wir müssen auch die Probleme da angehen, wo sie entstehen. Wir haben einen Fachkräftemangel, der den Wohlstand in Deutschland gefährdet. Und deswegen tun wir alles, um die Menschen, die bei uns sind, auch Asylbewerber und Asylbewerber so schnell wie möglich zu qualifizieren, in Jobs zu vermitteln, damit wir unseren Wohlstand erhalten. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Dabei können Sie sich gerne beteiligen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Und ich darf den Kollegen Strengmann-Kuhn bitten, sich wieder auf seinen Platz zu begeben. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 9740 und 10063 an die in der Tagesordnung offenen Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 32a und 32b.